Zack, zack, zack. Was war das? Das wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Alles weg, 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 weg. Kann mich auch jeder schießen, wenn ich irgendwas Brauchbares weggeschmissen habe. Ja, Stärke bringt aber mehr Damage, also zack. Ach, das war auch irgendwas Season-mäßiges, glaube ich. Habe ich irgendwas drüber gelesen? So, der Scheiß kann auch weg. Dann ab zum Schmied. Ausbildung 5000. Okay. 5 Stufen haben wir schon mal geschafft. Und ich bin so gut wie pleite. So, das ist nämlich irgendwas von der Season mit Special-Zeug. Das ist irgendwas Specialiges. Gucke ich mir alles noch an. Ey, wir haben noch nicht mal die erste Bounty fertig. Krass. Habe ich irgendwas verpasst? Was sind denn das für Bounties? Geil. Erstmal Querfeld einrennen. Was ist das schon? Wild? 104 ist wild? Jetzt sagt mir jetzt auch nichts hier, die Typen. Easy. Was haben wir noch? Tötet Gleitschwinger. Was haben wir noch? Hä? 1, 2, 3. Ach, 3 Stück? Ich bin noch gar nicht fertig. Die schimmeln hier überall verteilt rum. Champack. Champ. Ach, ihr sollt doch nicht aus dem Erdbeben rauslaufen. Nein. Nicht genug Wut. Quatsch. Ach, für einen halben Zombie drehe ich mich nicht mehr um. Haben wir hier Müll. Jetzt hätte ich schon Stufe 6 für den. Schmied. Was geht denn hier ab? Da. Seite 2. Perfekt. Ich glaube, 6 Seiten gibt's. Ich weiß aber nicht, wofür das ist. Ich glaube, Porträtraum. Oder ähnliches. So, und ihr kriegt's wieder. Schnell auf die Fresse. Nein. Arsch. So, jetzt habe ich die Bounty aber wirklich abgeschlossen. Seasonreise Etappe 1. Was? Wie? Wo? Wer? Schließ 5 Kopfgelder. Ja, geil. Das war ja easy. Aber warum 5? Wo habe ich denn 5 Stück abgeschlossen? Ach, je nachdem. Ich weiß gar nicht mehr, war Magda oder was ich am Anfang gemacht habe. Den habe ich denn am Anfang gemacht? Nee, cool habe ich am Anfang gemacht. Ich weiß nicht, ob der auch ein Kopfgeld war.
Kann ich gar nicht mehr sagen. Gegner töten und Gleitschwinger killen. Nein, Sackgasse. Massaker versaut. Helm. Perfekt. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was war denn Erfahrungsstein? Grün. Einzelne Gegner. Ist doch lächerlich. Na, kommt. Ich weiß gar nicht mehr, muss man jetzt auch für die Netherland-Portale diese Platzierungsdinger machen, oder? Ich weiß kein Stück, was sich da noch geändert hat. Ein Buch. Hau ab. Wutz. Wutz. Jetzt haben wir schon 8 Level wieder gemacht. Geil. Einmal zurück in die Stadt, das Würfelchen abholen. Oh, und Stiefel kann man auch tauschen. Eins von 11. Eins von 11, was? Was? Wo? Hä? Was war denn das jetzt? Naja. So, einmal Würfelchen aufmachen und das Bonuswürfelchen auch. Jetzt haben ganz viele Pläne. Aukelsieg. Ba, 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 ba. Und Captain Karamens Putz. Ne, hallo? Das ist schon für spätere, oder? Das sind Crafting-Sachen. Ach, Damage mehr. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Lichthimmelband. So. Die Ringe sind voll groß geworden. Crit. Erfahrung. 1% auf Stufe 70, 10 jetzt. Perfekt. Oh. Da schreibt jemand auf Steam. Ist mir jetzt gerade egal. So, Seite Nummer 2. Und jetzt aus Spaß mal ein Portal. Weil die Bounties irgendwie, die machen mit so einer Geschwindigkeit echt keinen Bock. Obwohl ich davon noch ein paar machen muss, weil ich will das Kane-Set noch kriegen. Aber eigentlich in der Geschwindigkeit, wie ich hier level, bringt das Kane-Set wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Vielleicht um noch einen zweiten hochzuziehen, dass man den direkt damit ausrüsten kann. Oh. Gibt es hier irgendwelche Sachen, die auch... 1%. Okay. Ich glaube, hier waren die Champ-Packs, das was wirklich Fortschritt gebracht hat, ne? Nein, ich habe Erdbeben gedrückt.
Wollt ihr mich verkacken hier aus der zweiten Reihe? Ah, ein Champack. Ich habe kein Erdbeben bereit. Komm. Ah, genau. Die Champacks haben diese Kugeln fallen lassen, die ich jetzt gerne einsammeln würde. Komm. Weil. Ach nee, so viele. Nee, Quatsch, das war bei den Großen. Ich verstehe gerade gar nichts mehr, so. Weil die waren immer auf dem aktuellen eingestellten Schwierigkeitsgrad. Und die Großen wurden dann in diesen Positionsvorrunde einmal ausgewürfelt, welche Stufe man spielt. Irgendwie so war das viel zu lange her. Na komm. Alter, 20% erst. Könntest du bitte den Löffel abgeben? Danke. Neue Handschuhe? Neue Handschuhe. Ach, hier ist... Wo sind denn... Ach, das sind die Geister, der Champack. Gut. Gar nicht gesehen. Sterbt. Schultern. Perfekt. Also mit den Netherland-Portalen kann man sich anscheinend besser ausrüsten. Wenn hier was droppt, dann ist es auch halbwegs sinnvoll. Zack, zack. Ach, dem machen die gar keinen Schaden. Ein Smaragd, komm. Ein Amulett. Ist auch besser, krass. Direkt mal 700 auf 700 Damage hoch. Und endlich ein Brunnen der Reflexion. Perfekt. Na, gehörnter Angreifer, ja, genau. Hau mal ab. Und Stiefelchen, oh, geiles Ding hier, ey. Ich könnte gleich nochmal die Runen kontrollieren von den ganzen Skills. Was ist denn das? Ja, wolltet euch verstecken hier, Alter. Durfte ich die Gegner auch mal sehen. Der kann sich mal verpissen. So, weg damit. Ein Schatzgoblin.
Wäre jetzt mal ein richtiger. Komm her. Perfekt. Wäre mir fast durch die Lappen gegangen. Ja, rüsten wir auch mal aus. Jetzt haben wir schon mal über die Hälfte. Jo. Gleich die Bewegungsgeschwindigkeit wieder weg. Go, go! Jetzt sind wir so kleine Grüppchen hier. Und wieder langsam. Steht im Ausgang. Komm raus da. So, zwei Ebenen, 63%, 30% pro Ebene. Okay. Ich würde auch sagen, für die großen Netherland-Portale muss ich auch noch was schneller werden. Jetzt habe ich natürlich wieder mein geiles Erdbeben oben benutzt. Alter! Oh, der ist schon mal weg. Geht nicht ab! Jetzt safe den Brunnen nehmen. Obwohl, es wäre eigentlich besser gewesen, wenn ich direkt den Brunnen geholt hätte. Mit dem Risiko, dass ich in dem Scheiß sterbe. Alter, was geht hier ab? Ich will mehr Champ-Packs. Da, Munich. Könntet ihr mal bitte umfallen? Danke, so. Was war das jetzt? Dämonentöter? Komm. Haben wir jetzt? 98%. Jetzt kommt der Boss genau mit dem Champion. Pack, oder? Ne, erst danach. Der Portalwächter hat euch aufgespürt. Wer ist es? Die Teufelsmaid.
geht noch nicht. Noch nicht bereit. Alter. Erstmal den kleinen Spinner hier weg. So, jetzt. Haben wir doch gepackt. Hey, ist noch irgendwas? Kannst du mal einen Bagger halten? So, mit Orek. Orek, Olek. So, da. Naja. 1% Schaden für 15% Zähigkeit hingeben ist jetzt so, oh, nicht so geil. Ah. Perfekt. Einen neuen Fähigkeitenplatz. Passiv, Blutdurst, jeder verbraucht... Nehmen wir den einfach mal. Drohruf, reduziert Bewegungsgeschwindigkeit oder mehr Damage. Erdbeben, eisiger Boden. 20 Nachbeben folgen auf eure Bewegung. Also muss ich mich echt viel bewegen, das ist doof. Der Kälteschaden, ja. Lassen wir das mal so. Einmal noch zum Händler. Weg, 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 weg. Bleibt hier noch was übrig? Nö, ne? Ich muss jetzt eigentlich mit der Zweihand erstmal weitermachen. Der Kuss des Todes. Sieht irgendwie interessant aus, ne? Kann man damit irgendwas machen? Ich behalte mal. Ich weiß nicht, ob man damit vielleicht noch was machen kann. Das sieht irgendwie skurril aus. Ansonsten wegschmeißen kann ich es immer noch für 24 Gold. Boah, jetzt haben wir 118.000 Gold. Ja, kann man direkt hier mal sich wieder pleite kaufen. Maximalstufe von hergestellten Gegenständen von 55 auf 60. Okay. Müsste ich eigentlich weiter Bounties machen für das Kane-Set. Aber was ich jetzt erstmal mache, ist eine Pause und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.